Das ist immer so die Zeit, wo man sich denkt, okay, das ist hier gerade richtig, richtig nicht cool. Hey und willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ich habe meine Metallentfernung endlich hinter mir und bin jetzt mit dem Thema Kiefer-OP zum Glück durch. Ich dachte mir, wir reden heute über Vollnarkosen, denn ich wurde auf Instagram von euch sehr oft gefragt, wie sich eine Vollnarkose überhaupt anfühlt. Ich habe euch auf Instagram ja nämlich in meiner Story mitgenommen. Ich habe auch ein Story-Highlight gemacht, das heißt Kiefer-OP. Folgt mir gerne auf Instagram, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Ich habe euch dann mit ins Krankenhaus genommen und heute geht es halt um das Thema Vollnarkose, wie sich das anfühlt, weil ich hatte jetzt schon 6-mal eine Vollnarkose. Wundert euch bitte nicht, meine Oberlippe ist noch nicht wieder da, weil sie noch komplett angeschwollen ist. Ich spüre auf dieser Seite hier leider auch noch gar nichts. Und hier ist alles noch komplett blau und ja, ich habe die Fäden noch drin. Also ist alles noch ein bisschen frisch. Gehen wir jetzt aber mal von dem Fall aus, ihr habt eine Operation und werdet in Vollnarkose versetzt. Dann läuft es meistens so ab, dass ihr eine Nacht vorher ins Krankenhaus kommt und dann dort erstmal schlaft, um euch schon mal dran zu gewöhnen. Wenn das jetzt nicht ganz so eine schlimme OP ist, dann kann man auch erst am OP-Tag ins Krankenhaus kommen. Und dann läuft halt alles an demselben Tag noch ab. Ich hatte es 5-mal so, dass ich einen Tag früher ins Krankenhaus musste und jetzt einmal bei der Metallentfernung so, dass ich an dem jeweiligen Tag direkt operiert worden bin. Ich persönlich finde es aber einfach angenehmer, wenn man erst einen Tag vorher da schläft, wenn man dann morgens auch so ein Beruhigungsmittel verlangen kann, beziehungsweise bieten die einem das auch an. Das ist wie so ein Shot, den man halt kriegt, der einen so ein bisschen in so eine Egal-Mentalität versetzt. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir hat nicht so eine krasse Wirkung, dass ich irgendwie in diese Es-ist-mir-komplett-egal-Mentalität gekommen bin, sondern ich war schon ziemlich panisch immer, als ich abgeholt worden bin, aber gehen wir erstmal der Reihe nach weiter. Man kann diesen Shot halt trinken, aber vorher muss man sich auf jeden Fall sein OP-Hemd anziehen, so eine Hose, Thrombosestrümpfe und so eine Haube macht man sich immer noch auf dem Kopf, da kann ich euch auch empfehlen. Also wenn ihr lange Haare habt, macht euch noch einen Zopfgummi dann drunter. Aber eins, was halt bequem ist, weil ihr da ja lange drauf liegt. Und nachdem man den Shot genommen hat, wartet man meistens einfach nur noch, bis dann irgendjemand kommt und dich abholt und in den OP-Bereich fährt. Das ist immer so die Zeit, wo man sich denkt, okay, das ist hier gerade richtig, richtig nicht cool. Und dann kommt diese Person, stellt sich vor, gibt euch ihre Akte und dann nimmt sie euch mit. Also sie fahren euch in dem Krankenhausbett durch das ganze Krankenhaus eigentlich immer. Ich weiß gar nicht, warum dieser Weg immer so lang ist. Wirklich, mir kommt es immer so vor, als würde ich einfach durchs ganze Krankenhaus einmal fahren. Dann sieht man so alle Leute gucken dich an und du denkst einfach so, okay, krank. Wenn man am OP-Bereich angekommen ist, dann wird man durch so verschiedene Türen durchgeschleust und wird angemeldet und dann kommen die Anästhesisten und gucken euch erstmal an, fragen, ob ihr wirklich die Person seid, die ihr denn auch seid. Ihr habt im Krankenhaus auch immer so ein Armband, dass man euch checkt, wenn ihr auch noch in Narkose seid, ob ihr wirklich die Person seid. Wäre auch wirklich krank, wenn die Personen irgendwie verwechselt werden würden. Das wäre, oh mein Gott. Und dann seht ihr eigentlich die Anästhesisten. Die stellen sich euch auch eigentlich grundlegend immer vor mit Namen. Ich kann mir die Namen nie merken, wirklich. Immer, wenn die gesagt haben, eine Sekunde später, weil ich so aufgeregt war, ich habe die immer vergessen. Und dann erklären die euch halt, was die machen und haben dann so eine Sauerstoffmaske. Die ist übel cool. Also wirklich, das ist wirklich, glaube ich, das einzig Positive an Vollnarkosen. Diese 3 Sekunden, bevor man wirklich in Vollnarkose ist. Die sind halt schon irgendwie cool. Wenn man dann noch diese Sauerstoffmaske hat und man fühlt sich einfach so frei, obwohl man eigentlich gar nicht frei ist. Und dann wirkt dieses Egal-Mentalität-Ding dann irgendwie doch. Und ja, gut, dann schläft man halt ein. Man muss da meistens das Bett wechseln, denn man wird ja nicht in seinem OP-Bett operiert, sondern muss erstmal auf eine Liege klettern. Dann liegt man halt auf dieser Liege und dann wird der Arm so festgeschnallt und sie versuchen eine Ader zu finden, dass sie euch halt einen Zugang legen können. Und in diesen Zugang werden dann noch alle möglichen Sachen reingespritzt, dass sie halt einschlaft. Also es ist vollkommen okay, man muss davor auch echt keine Angst haben. Die haben da schon echt einen Plan von, was die machen, aber es ist halt in der Situation, wisst ihr, man fühlt sich halt ausgeliefert, weil man kann nichts selber an der Situation verändern. Du gibst dich denen halt praktisch vollkommen hin, wirst du in Vollnarkose versetzt und kannst dann nichts mehr machen. Wie gesagt, ich hatte 3-mal Kiefer-OPs. Es ist halt echt nicht geil, wenn man dann aufwacht, weil das ganze Gesicht fühlt sich halt einfach komisch an, wenn man wieder aufwacht. Nach einer Vollnarkose kommt man nämlich in einen Aufwachraum, wo alle Leute erstmal aufwachen müssen. Es geht allen Leuten eigentlich nur dreckig und alle fragen eigentlich immer nur so nach Schmerzmitteln oder irgendwie was zu trinken, weil man darf vor einer Vollnarkose auch nichts trinken und auch nichts essen. Also man muss nüchtern bleiben und deshalb, ja, das ist nicht so cool im Aufwachraum. Ich war immer eigentlich voll
müde nach einer Vollnarkose. Also ich habe eigentlich nichts verlangt, immer so, außer Schmerzmittel. Und das Lustige ist halt, ihr wacht auf, dann kriegt ihr kurz Schmerzmittel, dann schlaft ihr sofort wieder ein, weil ihr einfach so raus noch seid. Und dann wacht ihr wieder auf, kriegt nochmal Schmerzmittel und dann schlaft ihr wieder ein. Das ist einfach immer so ein ewiger Kreislauf. Dann, wenn ihr so ganz bisschen wach seid, dann werdet ihr meistens aufs Zimmer wieder gefahren. Oder halt, ich war zweimal auch auf der Intensivüberwachung, weil es mir echt nicht so gut ging. Ich hatte halt, also wie gesagt, zwei Operationen waren richtig heftig, deshalb musste ich erstmal da bleiben. Dann kommt man halt wieder aufs normale Zimmer und kann dann da weiter schlafen, weil am ersten Tag ist man eigentlich so nicht fit, dass, also so eine Operation schlaucht halt schon, der Kreislauf ist dann nicht mehr so stark und so. Aber das kommt alles wieder, da muss man einfach Geduld haben und das wird alles wieder. Es ist halt irgendwie anders so. Wenn man es noch nie erlebt hat, dann stelle ich es mir schon. Also wenn ich zurückdenke an mich selber damals, ich hatte schon richtig, richtig Panik davor. Aber es ist gar nicht so schlimm und wenn ihr so krass Panik habt, dann lasst euch diesen Shot geben und dann habt ihr halt so ein bisschen zumindest die Mentalität davon. So viel zum Thema Vollnarkose. Ich wollte euch einfach einen kleinen Einblick ins Thema geben. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Schreibt mir auch gerne, ob ihr schon mal eine Vollnarkose hattet. Gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert gerne meinen Kanal für mehr Videos. Ich habe noch ganz viele andere Videos gemacht zu meinen Operationen, wieso die stattgefunden haben und wo ich überhaupt operiert worden bin. Deshalb, ja, würde ich sagen, sehen wir uns direkt im nächsten Video. Bis dann! Ciao!